So, Spiel laden. Da waren wir stehen geblieben. Ich werde ganz rot. Ja. Ja, hier waren wir stehen geblieben. Im dritten Akt, kurz vor Lok Muin. Wir haben beim letzten Mal sehr, sehr, sehr viel geschafft für unsere Verhältnisse. Ich glaube, ich muss das für mich einmal leiser machen. Für mich ist es, glaube ich, gerade schon wieder verdammt laut. Okay, für euch geht's. Zumindest auf laut Ausschlag. Ich vergesse zwar immer, dass ich hier nicht runterfallen kann, aber trotzdem, oder? Nee, ich kann hier nicht runterfallen. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir Witcher 2 bald durchhaben. Also was heißt bald? Es wird nur eine ganze Weile dauern, aber... Na gut, wir sind, glaube ich... Sind wir schon im letzten Akt? Ich weiß es gerade nicht. Wir sind im letzten oder im vorletzten Akt. Kann auch sein, dass es halt nur drei Akte hat und den Epilog. Hier sieht man das halt leider nicht. Wir mal sagen können, dass das Game 64 GB hat. Ah, meinst du Man of Medan? Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich dir das gesagt. Ich wusste es selber nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich es installiert habe. Warte mal. Scheiße, ich muss es wahrscheinlich. Warte, ich glaube, ich muss es selber noch installieren. Warte mal. Also, ich habe zwar noch Zeit bis Sonntag, aber. Ah, ne, ich habe es noch installiert. Okay. Puh. Puh. Ja, gut, dann hätte ich es dir trotzdem nicht sagen. Dann hätte ich es dir trotzdem nicht sagen können. Ich wusste es nicht mehr. Aber wow, ich habe es unglaubliche 3,7 Stunden ausgehalten, ne? Und ganze 3 Errungenschaften. Ja, gut, ne? Ja, gut. So. Lauf. Lauf, mein kleiner Kompagnon. Lauf. Kakapien. Kakapien. Wir nehmen einfach mal alles mit. Ah, das ist Lok Muin. Na gut. Warte mal. Kräuter sammeln. Zaun rüber. Ja, die nehmen wir mal mit. Ach komm, geht doch nach Hause, ihr Scheißhapien. Das Schlimmste ist, sie machen ja in jedem Spiel, in dem Hapien dran vorkommt, machen so Scheißgeräusche. Dann haben wir original immer die gleiche Soundspur. Nervige Viecher, das Ding blutet noch. Jetzt sehen wir. Ich wollte gerade sagen, ist hier noch was? Oder? Wie voll wollen Sie Ihr Inventar haben? Ja. Einfach ja. Schwimmt die Kamera wieder oder sah das gerade nur so aus? War gerade das Licht gewesen sein. Das war das Licht. Ich sehe halt immer so die ganze Zeit gerade die Kamera, aber ich erkenne, dass sie spinnt. Aber ich habe das Kabel nicht berührt. Seit 3 Tagen. Oder 4. Ne, die Kamera ist, glaube ich, gut. Ich freue mich ja, wenn ich das irgendwann alles mal so legen kann, dass meine Kabel nicht irgendwie darunter fallen, da was nicht funktioniert. Ich freue mich, wenn ich das irgendwann mal alles anders hinlegen kann. Ich meine, ich habe schon mehr Platz als in meiner alten Wohnung und es reicht trotzdem nicht an Platz, was ich hier habe.
Na gut. Ja doch, damals hatte ich auch einen zweiten Monitor, aber ich hatte keinen so großen zweiten Monitor. Da hatte ich dann... Stimmt, in meiner ganz alten Wohnung, das kennt ihr ja alles gar nicht. Außer wer die alten YouTube-Videos noch kennt. Dann vielleicht... Ich glaube, das tut außer Duft und Frisches keiner. Glaube ich. Ich habe die, meine ich, dann alle gelöscht gehabt, als ich angefangen habe mit Stream. Ah, ich weiß es nicht genau. Aber damals hatte ich halt nur diesen Haupttisch, den ich hier habe. Und mittlerweile habe ich ja so eine Verlängerung, die noch ach, da hinten weitergeht. Irgendwo da. Das heißt, mein Rechner stand vorher auf der Seite, also in meiner alten Wohnung. Da hatte ich halt wirklich nur diesen Platz. Also, ja, so wie meine Arme jetzt gerade ausgebreitet sind. Nicht viel. Ich glaube, da hat der Monitor hier auch nicht drauf gepasst. Und fragt mich nicht, warum ich euch das jetzt erzähle. Das gab mir halt einfach gerade irgendwie einen Sinn. Nein, ich werde erkunden. Ordensritter. Okay. Den Orden der Flammenrose hätte ich hier zuletzt erwartet. Oh, nö. Sie haben in Temerien an Einfluss verloren und sind jetzt mit Radovid im Bunde. Geh ihnen besser aus dem Weg, diesen Eiferern. Wir hatten unlängst eine kleine Auseinandersetzung. Vielleicht sind sie noch sauer auf mich. Ich werde ihnen klar machen, dass deine Anwesenheit in Lokmuin unabdingbar ist. Wie weiter? Was erwartet uns in der Stadt? Getrennte Lager, Pufferzonen und Patrouillen nicht zu knapp. Jedenfalls erwartet uns das, wenn die Magier der Kammer auch nur ein Fünkchen Verstand haben. Du sprichst wohl aus Erfahrung. Die Unterzeichnung des Friedensvertrags von Zintra am 2. April 1268 verlief ruhig und friedlich. Abgesehen vielleicht von Hänsels Wutgebrüll und der beachtlichen Sauforgie der Freiwilligen Armee Mahakams. Der Pöbel war hingerissen von dem ganzen hohen Besuch. Unbekannt dagegen ist, dass ich mir mit den anderen eine geschlagene Woche lang den Kopf über den Stadtplänen zerbrochen hatte, um die gekrönten Hohlköpfe auseinanderzuhalten. Keiner sollte auf die Idee kommen, plötzlich eine alte Feder auszugraben. Hier dürfte es nicht anders sein. Die Zauberer wollen das Gold der Könige. Sie sorgen schon dafür, dass sie bis zum unvermeidlichen Krach um das Pontatal keinen ihrer Goldesel einbüßten. Dann wollen wir mal sehen, ob ihr Plan aufgeht. Wenn wir uns aus den Augen verlieren, treffen wir uns auf dem Marktplatz. In Ordnung. Sprich mit Radovid. Halt! Wer da? Vernon Roche und Gerald von Riva im Dienst Temeriens. Volltestsmörder? Im Dienst Temeriens? Volltestsmörder hält sich in Lokmuin auf. Gerald von Riva hilft mir, ihn zu fassen. Einerlei. Ich lasse doch keinen Drecksack passieren, der die Hand gegen den Orden erhoben hat. Dann muss ich wohl über deine Leiche steigen, Bruder. Meine Herren, hinter diesen Mauern finden Friedensverhandlungen statt. Ich dulde hier kein Blutvergießen. Sag mir, was macht der Orden der Flammenrose hier? Seine Majestät König Radovid persönlich hat uns eingeladen. Das hier ist nicht Redanien. Radovid hat keine Einladungen zu verteilen. Du stellst den königlichen Willen in Frage? Wieso lagert ihr außerhalb der Stadt, wenn er euch eingeladen hat? Wir sind keine offizielle Delegation. Uns hingegen gewährt Radovid eine offizielle Audienz. Er erwartet uns. Lass uns passieren. Radovid glaubt offenbar nicht an ein friedliches Verhandlungsergebnis. Entschuldigung. Sicher ist nur, dass man in dieser Stadt... Ich mag halt den Orden nicht. Das kann man ohnehin nie und morgens. Wir müssen uns einen Überblick verschaffen. Derjenige, der die Wachen an den Stadttoren postiert, müsste am meisten wissen. Ich gehe zum Lager der Redanier. Wenn du dich dort umsehen willst, findest du mich bei Radovids Quartier. Gut. Mhm. Lauf mich rein! Lauf schneller. Darf ich mit durch? Ich darf diesmal mit durch, das ist schön. Erstmal die Tür vor der Nase gehauen. Ja, das ist hier leider immer so. Leider ist es immer so. Nur dezent nervig. Oh nein. Ich glaube nicht, dass du Volltest getötet hast. Damit liegst du richtig. Aber die Belohnung? Nimm's nicht persönlich. Du als Hexer verstehst das ja sicher. Noch so ein Schwätzer.
Ich lese es mir gleich durch, Herbert. Ich war gerade dabei, aber verpasst. Ja, das Auto für den Einkauf, an dem ich mit meiner Oma noch beim Augen habe. So was zu essen gekauft und jetzt für das Spiel mit dem Spiel. Ja. Klingt aber nach einem trotzdem ruhigen Tag, trotz dass so viel so X. Verdammt, das ist doch nur ein einziger Mensch. Au. Kein Kommentar dazu. Kein Kommentar. Einfach kein Kommentar. Das muss wehgetan haben. Zwei Reduktionen, weil die schon voll entspannt, nur dass meine Oma eine Stunde beim Arzt war. Knapp, aber das war schönes Wetter. Ich bin aber in meinen Rauchen. Das ist schon gepasst. Ja, gut. Aber beim Arzt dauert es ja in der Regel eh immer. Ewig und drei Tage. Ich kann hier mit netten Leuten schreiben. Echt? Mit was denn für netten Leuten? Ja, bitte. Ich möchte Würfel spielen. Nein, wollen wir nicht. Zeig uns, dass du gut genug bist. Besiege zuerst die Elfen, die hier spielen. Okay. Was gibt's? Würfelt ihr? Möchtest du spielen? Ich genieße gerade die ersten schmerzvollen 5 Minuten heute. Oh. Spielt hier zwei. Nur gegen Meist. Ja, immer noch gern. So schlimm, aber. Gegen wen denn? Los gegen dich. Davon sind sie anwesend. Naja, bei 6 Zuschauern, wen meinst du denn? Nochmal würfeln. Leider, da wärst du mir am 20.07. Boah. Das dauert ja noch ewig bis dahin. Juhu, wir haben gewonnen. Du 20.07. Spielen wir? Ja, lass uns würfeln. Das könnte der andere diesmal gewinnen. Ja, leider. Du hast verloren. Chefin hat gleich geschimpft heute, weil ich im Büro war. Spielen wir. Aber ich wünsche dir auch weiterhin gute Besserung, Papa. Spielen wir? Das könnte diesmal gut werden. Ja, ich habe einen mehr als die Troller da. Oh, okay. Juhu, gewonnen! Ohne dass wir die zweite Runde spielen müssen. Du hast gewonnen. Glückwunsch. Vielen Dank für das Spiel. Ich brauche eine genaue Liste. Ich weiß nicht, was hier zum Bahn herstellen ist, was ich. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall Eisenerz ist. Eisenerz brauche ich auf jeden Fall. Das kannst du dir definitiv schon mal aufschreiben. Wartet. Ich weiß halt gerade die Namen nicht aus dem Kopf.
Ich gucke einmal ganz schnell. Ich hätte eigentlich nur vorhin einmal auf die... egal. Egal. Manchmal ist man halt einfach verpeilt. So, warte. Also Kupfererz habe ich genug. Sandstein habe ich auch genug. Was ich dann schreibe, jetzt mir im Dezember, wenn du später FF spielst. Ja, warte mal. Warte, ich kann es dir auch jetzt einmal schnell abtippen. Nein. Dahin. Einmal. Man sollte es vielleicht auch richtig schreiben. Wäre vielleicht ganz angebracht, wenn man das macht. Ich hab's gleich. Ich glaub, das war es. Also das, was ich dir jetzt geschickt habe, sind die, die ich auf jeden Fall weiß. Bei den anderen muss ich gucken. Da sage ich dir dann, wenn ich in FF bin, ob ich da noch irgendwas anderes brauche. Aber das sind erstmal die, die ich definitiv weiß, dass ich sie brauche. Ist leider eine ganze Menge, aber... ja. Wenn das wohnt. Okay. Das erklärt zumindest, warum ich es nicht gefunden habe vorhin. Zumindest war das in den letzten paar Minuten. Ich hatte es mir dann einfach, ich glaube, 2 oder 3 Stück hatte ich mir dann am Marktplatz gekauft. Damit ich zumindest die eine Sache da fertig machen konnte. Ja, bitte. Ich möchte aber wie gesagt, das spielen. Sind halt so erstmal die Sachen, also, von denen ich definitiv wir? Weiß, dass ich sie brauche. Weil, ja, ne? Hat auch ein bisschen Zeit. Ich weiß noch nicht, wann ich das nächste Mal die Crafter mache. Eventuell Freitag. Bei der Community um 2 Uhr morgens bis 4 Uhr morgens. Ja gut, wie gesagt, das erklärt, warum ich es nicht gefunden habe. Wenn das dann tatsächlich so ist. Oh Scheiße, jetzt habe ich gerade... ich habe gerade was ganz Dummes gemacht. Ich habe trotzdem gewonnen. Okay, passt. Du hast gewonnen. Gegen wen könnte ich jetzt spielen? Gegen meine Schülerin. Mit der Zauberei hat sie erst begonnen, aber im Würfelspiel ist sie eine Meisterin. Adele. Ja? Ich hätte Lust auf ein Würfelspiel. Spielen wir? Lass uns spielen. Okay. Danke, Kitty. Weil ich habe es jetzt beim Grumpschmied nämlich so gemacht. Ich habe die ganze Zeit halt Erze gefarmt. Beziehungsweise, wenn ich keinen Bock hatte, hatte ich sie mir dann zusätzlich gekauft. Geht aber ein bisschen ins Geld. Trotz Weltenwechsel und so weiter. Gucken, wo es am günstigsten ist. Und ich habe es dann beim Grumpschmied einfach so gemacht, dass ich die ganze Zeit das Erz in die Barren umgewandelt habe, also ne, hergestellt habe, um von Barren das Ganze dann in die, also ich weiß gar nicht, Eisen, Nieten und was auch immer, was es da noch zusätzlich gab. Und damit habe ich mich dann halt auf 50 gelevelt.
war zwar die ganze Zeit einfach nur zugucken, wie das Ding da automatisch durchging. Es geht auch anders, ja, ich weiß. Ich kann auch in die Himmelsstadt gehen. Wobei, beim Großspiel habe ich auch, ich glaube, 3 Level durch die Himmelsstadt gemacht. Aber das war mir zu aufwendig. Ich hatte keinen Bock. Weil ich mich da einfach noch nicht durchgefuchst habe. Aber 3 Level hatte ich durch die Himmelsstadt gemacht. Und den Rest dann halt einfach so auf die Methode, die ich gerade erzählt habe. Plus dann halt Waffen noch hergestellt, die ich dann aber gleichzeitig auch mitverkauft habe. Wahrscheinlich sowieso noch ein Grund, warum ich nachher definitiv in den FF nochmal reingehe. Ja, und dann habe ich, ich glaube, in den letzten 2 Stunden habe ich dann, glaube ich, 10 Level gemacht. Ich weiß nicht, wie lange ich Hybrid damit zugetextet habe. Ich habe Hybrid und Luna, der hat einfach irgendwann nur noch Zahlen geschickt. So. 39, 40, 42, 45. Das ging so die ganze Zeit. Das scheint verläuft, sehen, glaube ich, echt gut aus. So, juhu, gleich die 44. Ich habe gleich die 46. Jetzt muss lustig ausgesehen haben. Ich werde erhöht, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe, wie gesagt, den Großspiel auf 50. Ich bin schon sehr stolz auf mich. Erste Mal, dass ich das aktiv gemacht habe. Sehr lange, aber es war halt. Ja. Also wie gesagt, das meiste hatte ich dann Gott sei Dank eher gegen Ende geschrieben. Also die ersten Level haben sie echt gezogen, bis ich dann halt wirklich gesagt habe, okay, weißt du was, ich mache dann halt einfach das Ding mit den Erzen. Ich hatte dann, das nächste Mal wird's nicht so einfach. Ja, ich hatte mir dann, glaube ich, so 300, 400 Erze abgefarmt oder gekauft, je nachdem. Und dann irgendwann einfach nur noch Allsynthese, Allsynthese, Allsynthese. Da habt ihr nur noch gesehen, wie der Bike die ganze Zeit durchging. Und hab dann nebenbei halt Videos bearbeitet. War lustig, aber ja? Crafter-Level ist also gar nicht mal. Das ist einfach nur todeslangweilig. Vielen Dank. Und dann einfach in die Gehirntruhe packen. Dann kann ich mir das da rausnehmen. Oder wenn ich nachher online komme, wird das dann so gehen. Falls ich, wobei, na, doch, ich komme wahrscheinlich nachher online. Ihr kennt mich. Ich kenne mich ja sehr gut. Da morgen eh frei ist, werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen länger machen. Insofern meine Kopfweh nicht wiederkommen. Kann auch sein, dass meine Kopfweh wiederkommen. Damit das geliehene Geld weg. Ach komm. Quatsch. Quatsch. Ja, gewonnen. Das Geld hast du dir verdient. Gegen wen könnte ich noch spielen? Gegen den unglaublichen Lockhart. Wo finde ich ihn? Treibt sich auf dem Markt herum. Danke. Sorry, bei dem Namen Lockhart. Ich weiß nicht, irgendwie würde ich das jetzt nicht lachen. Vielleicht weiß der eine oder andere ja warum. Oh, dieser Name, ey. Ja, wo sollen denn jetzt, Vernon jetzt eigentlich hin? Nein, du bist nicht Vernon. Du bist nicht Vernon Roche. Hey, Vernon, wo bist du? Ich hab dich verloren. Vernon? Vernon! Wer hat die denn zur Party eingeladen? Also von Harpien war hier nicht die Rede. Wer hat die Locken? Okay, der kann den noch nicht. Der ist gut. Der ist gut, Hybrid. Musik ist geil. Hier ist nichts mehr. Doch. Eine Zaunrübe. Ich glaube, eine Zaunrübe. Okay.
Ach, ist das nicht ein wunderbarer Tag? Hm. Okay. Hä? Oh. Entschuldigung. Für den König. Okay. Der will, dass ich kämpfe. Aua. Aua. Wir haben nichts gemacht. Es ist nicht das Geringste hier passiert. Genug. Bleib stehen oder stirb. Kraft des mir vom Herrscher Redaniens, unserem gütigen, wohlwollenden König Radovid verliehenen Amtes, ziehe ich dich hiermit für deine Untaten zur Verantwortung. Was heißt das? Schwein gehabt, Hexer. Der Tote war ein Rüpel, hab ihn noch nie ausstehen können. Deshalb zahlst du nur ein Bußgeld. Beim nächsten Mal schlagen wir dich auf der Stelle. Das Bußgeld ist zahlbar sofort, sofern du nicht den Tod vorziehst. 400 Orens! Oh! Wir haben nur 200. Ich bezahle nicht. Macht ihn alle! Ja, gut. Morden sollte man sich leisten können, hä? Irgendwann der Meinung war, die Waage zu kippen. Das Spiel hatte ich aber trotzdem gewonnen, oder? Ja. Okay. Also beim letzten Ally Raid bin ich bisher auch noch nicht gewiped. Also beim letzten Boss. Nee. Nee, bisher habe ich das noch nicht geschafft. Ich loote jetzt aber nicht. Hallo Leon! Einen wunderschönen guten Abend dir. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? So, diesmal verstecken wir aber die Waffe. Nein, diesmal. Danke. Deine Existenz beleidigt die Götter. Dein Geruch beleidigt auch die Götter. Und? Das wen? Entspannt, danke der Nachfrage. Das freut mich. Das freut mich. Tag. Hi. Meine Verehrung. Meine nicht. Wen sehe ich denn da? Hexer Geralt, Meister im Aufspüren quadratischer Münzen. Was willst du? Beim letzten Mal kam uns noch Zivik in die Quere. Heute bist du allein. Los, kämpf! Was? Jawohl. Woher kommst du? Oh. Aua. Nur Holzwolle im Kopf, du Armleuchter. Ja. Feuern! Wir dienen seiner Majestät dem Kaiser. Ich krieg dich noch dran, Spitzel. Versuch das nicht nochmal. Formieren! Marsch! Ruf eine Rechnung. Sehr gut. Wer bist du? Was willst du hier? Ich suche einen Gegner zum Armdrücken. Eigentlich nicht. Ich kämpfe nicht mit jedem. Mit mir solltest du es versuchen. Oh, warte, Leuten wie dir habe ich im Zirkus das Blut aus der Hand gedrückt.
Den Leuten gefällt's, wenn sie schreien und sich vollpinkeln. Echt? Du klopfst doch nur Sprüche. Du beleidigst den starken Numa? Geld her. Los geht's. Lass uns kämpfen. Ich war schon immer neugierig. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich werde Geld verlieren. Ich verliere Geld. Es heißt immer Heck. Ich hab verloren. Ah, okay, man muss sowieso. Okay. Ist das ein Nilfgaard? Lass mich die Nilfgaard ab? Oder nicht? Ich hätte gerne eine andere Frisur. Flöße Frisur. Nicht schlecht. Wo ist sie? Ah, da. Bin doch noch nicht fertig. Okay, das kann ich nicht verkaufen. Gerümpel. So, warte, beim Schwert muss ich ja mal gucken. Okay, kann ich beide verkaufen. Brauche ich beide nicht mehr. Hallo, Vernon. Bereit für ein Gespräch mit Radovid? Nein. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Dann komm mit. Wo ist er hin? Weißer Bär? Weiße Krähe? Na da. Halt! Wir wollen zu einem Treffen mit König Radovid. Ist das eine offizielle Audienz? Nein, aber wir haben ihm eine wichtige Botschaft zu überbringen. Ich darf euch nicht vorlassen. Wir haben Informationen für Radovid, die ihm bei den Verhandlungen nützlich sein dürften. Willst du seinen Zorn riskieren? In diesem Lager wimmelt es von Soldaten. Es wäre doch Selbstmord, sich auf Radovid zu stürzen. Wenn eure Botschaft so wichtig ist, dann geht. Aber ein Wort des Königs und ihr baumelt am Galgen. Sei unbesorgt. Okay. Lass mich rein! Schönkraut. Wenn Radovid und die Kettwener sich zusammentun, hat Temerien keine Chance. Er könnte auch ein Bündnis mit Nilfgaard eingegangen sein. Dann kann er den Norden zwischen sich und dem Kaiser aufteilen. Dagegen hätte ich nichts, solange sie mit Kedwin anfangen. Sie würden mit dem Land anfangen, in dem das größte Chaos herrscht. Besser, es kommt gar nicht so weit. Was suchst du hier? Dieser bockige Grünschnabel. Er will nicht hören.
Habt ihr um Audienz beim König ersucht? Ja. Der König lässt bitten. Geralt von Riva. Eure Majestät. Wie immer tauchst du da auf, wo man dich zuletzt erwartet. Noch dazu in solcher Gesellschaft, dass aus dir mal ein Soldat wird. Ich bin mit Vernon Roche befreundet, nicht mit seiner Uniform. Wir haben uns erst vor einer Weile gesehen, aber seitdem hat sich die Welt ziemlich verändert. Temerien steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Kedwin hat das Pontartal besetzt und beim Gipfel der Nordreiche taucht eine Abordnung aus Nilfgaard auf. Foltest und Demarvend sind tot. Mir ist, als hätten wir erst gestern gemeinsame Verträge unterzeichnet. Henselt wurde in Wergen gemeuchelt. Was macht die Gesandtschaft aus Nilfgaard hier? Henselt hat sie eingeladen. Bevor er starb. Schillard Fitz Österlin konnte sich das nicht entgehen lassen. Die Debatten nützt er, um sich wie üblich zu inszenieren. Ich komme mit der Bitte um Hilfe, Majestät. Augenblick, Hexer. Wärst du nicht gewesen, hätten die Königsmörder Henselt gemeuchelt, nicht wahr? Der Ruhm meiner Heldentaten hat mich wohl mal wieder überholt. Von Soldat zu Soldat, von Hure zu Baron, direkt ins Ohr des Königs. Der Attentäter starb von meiner Hand. Ich war zufällig vor Ort. Solche Zufälle erlebst du offenbar häufiger. Weißt du, wie er starb? Ich war nicht dabei. Schon die erste Lüge heute. Und das vor den offiziellen Verhandlungen. Wie soll ich dir helfen, wenn du nicht aufrichtig bist? Schade, dass das klappt. Ich habe Henselt umgebracht. Henselt hat Roches Männer umbringen lassen und damit sein eigenes Todesurteil unterzeichnet. Nach der Schlacht suchte er in Wergen nach Saskia. Ich lockte ihn in eine Hütte und brachte ihn dort um. Und Detmold? Er führte die Befehle aus und wird auch bekommen, was er verdient. Ich denke, wir werden uns einig. Du hast erwähnt, dass du Hilfe brauchst, Hexer. Ich höre. Hinter den Morden an den Königen Temeriens, Edirns und Kedwins steckt Sheela de Tankerville. Woher weißt du das? Nach dem Anschlag auf Henselt habe ich einen von ihnen erwischt und der hat mir dann Sheelas Rolle verraten. Wieso ausgerechnet dir? Er kannte mich aus einer Zeit, die für mich im Dunkeln liegt. Deine Vergangenheit beunruhigt mich, Geralt. Meine aktuellen Anliegen sind wichtiger. Es passt zusammen. Schillard hat mich vor einem Komplott gewarnt. Angeblich hat Triss Merigold ihm die Gründung einer Geheimloge durch die Zauberinnen gestanden. Triss arbeitet mit Schillard zusammen? Sie sitzt in Untersuchungshaft. Schillard ist überzeugt, dass die Zauberinnen Nilfgaards Teil des Komplotts sind. Ein Glück, dass das ganze Amphitheater mit einem Bann belegt ist. Der Magie unterdrückt. Sonst könnte sich keiner in die Nähe all dieser Zauberer wagen. Na ja, die Sitzung ruft. Wer will schon das traurige Ende Temeriens verpassen? Was meint ihr damit, Majestät? Die temerischen Adligen rebellieren. Sie sind ohne König und wollen das Reich in Provinzen aufteilen. Temerien aufteilen? Schande über diese Verräter! Nun ja, so weit muss es nicht kommen. Anais, die Tochter von Luisa und Foltest, ist noch am Leben. Nach der Rebellion der Baronin haben sich die Nilfgaarder die Kleine geschnappt. Offenbar falschen sie mit den Kedwinern um sie. Man berichtet mir, dass Anais von Detmold festgehalten wird. Hier in Lochmoin.
Ich kann die Kettwener nicht einfach angreifen. Das gäbe Krieg. Wir sind schließlich hier, um den Frieden zu retten. Aber ein Hexer und ein früherer Soldat, das wäre was anderes. Bring mir Anais, Geralt. Dann gewährleiste ich die Einheit Temeriens und bestrafe diejenigen, die das Blut des temerischen Königs an den Händen haben. Ich bin Gott sei Dank noch versorgt. Meins wird nur immer roter. Aber es schmeckt. Wozu braucht Detmold Foltests Tochter? Das Mädchen ist ihm ausgeliefert. Das stärkt seine Position in der Kammer. Wer Anais hat, spielt heute die Pfeife, nach der getanzt wird. Das Mädchen hat Priorität, Hexer. Ich kann sie in meine Obhut nehmen und mit ihr nach Redanien zurückkehren. Dort würde sie bei ihrer Halbschwester, Frau Ada, aufwachsen. Sobald sie alt genug ist, könnte sie den Thron besteigen und Temeriens Souveränität sichern. Danke, ich muss in die Sitzung, Geralt. Die Zeit drängt. Bringt mir dieses Kind. Ihr beiden seid dafür die Richtigen. Ohne Heimat, ohne Herrn, Außenseiter, mit denen niemand rechnet. Ich gebe euch mein Wort, dass Sheila de Tankerville zur Verantwortung gezogen wird. Mit Feuer und Stahl. Ein Bündnis mit Redanien ist die einzige Chance für Temerien, unabhängig zu bleiben. Vielen Dank für deinen Reset im dritten Monat. Danke, dass ich deinen Plan verkriege. Vielen Dank. Und viel Spaß weiterhin mit den Emotes. Ein Junge hätte größeres Anrecht auf den Thron. Vielleicht erfahren wir von Anais. So, ich gehe aber einmal ganz kurz hoch. Fuschers geht nämlich ins Bettchen. Ich will ihm noch einmal gute Nacht sagen. Eine Monatsträhne, dritter Monat dabei. Wie schnell die Zeit vergeht. Ja, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Die Zeit fliegt gefühlt einfach nur so dahin. Musste klicken, die Zeit war am Ablaufen. Alles gut. Na gut, rein theoretisch, man hätte auch, oder man könnte dann ja auch den Stream neu starten. Das mache ich manchmal, wenn ich das verpasse, dass dann die Zeit abläuft. Dann gehe ich, geh ich einfach nochmal neu in den Stream rein. Aber ja. Aber vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, ich bin gleich wieder da. Ich sage einmal kurz Frosches Gute Nacht.